Willkommen zurück. Sie haben im letzten Video gesehen, wie man mit Git Init ein neues Repository erzeugt, was Sie vielleicht vom Unterricht schon kennen oder auch öfters brauchen werden, ist eben, dass man nicht ein neues Repository erstellt, wenn man mit Git arbeitet, sondern dass man ein bestehendes Repository nimmt. Und diesen Vorgang nennt man Git Clone, also man klont ein Repository, der Befehl heißt Git Clone. Und das soll heißen, dass wirklich das komplette Repository lokal herunterkopiert wird. Die Syntax des Befehls kennen Sie wohl auch schon. Git clone und dann gibt man eine URL an. Git unterstützt verschiedene URL-Schemen. Wir werden einfach das SSH-Schema hier verwenden im Unterricht, weil das von den Berechtigungen und vom Netzwerk her am besten geht. In diesem Fall ist eben ein Repository namens Git-Demo von der Frickelbude aus der Organisation M426. Also Sie haben dann den kompletten Quellcode und auch die komplette Versionsgeschichte. Standardmäßig, wenn Sie so eine URL angeben, wird das Repository in einem Ordner namens Git-Demo abgespeichert. Also die Endung .git kommt nicht mit. Sie können aber den Zielordner übersteuern, indem Sie einen weiteren Parameter angeben, hier zum Beispiel myGit-Demo. Es kann zum Beispiel sein, dass das Repository der Name groß geschrieben ist auf dem Server und Sie wollen vielleicht lokal nur kleine Verzeichnisnamen haben, dann können Sie das so anpassen. Betrifft dann natürlich nicht den Inhalt des Repositories, sondern einfach den Ordner, wo es drin ist. Wir sind schon bei Aufgabe 2. Also erstens besuchen Sie im Browser die Seite code.frickelbude.ch m426. Bin da drauf, sehen, das gibt schon einige Repositories. Zweitens wählen Sie das Repository Git Demo aus. Git Demo, das ist hier, habe ich ausgewählt. Drittens klonen Sie das Repository einmal ohne einen lokalen Ordnernamen anzugeben. Also einfach standardmäßig das Klonen ohne einen speziellen Namen zu wählen. Achtung, wir verwenden SSH. Bitte wählen Sie diesen Link, klicken Sie auf URL kopieren. Dann gehen wir in die Git Bash, machen Git Clone, Rechtsklick Paste, geht auch Shift Insert, aber nicht Ctrl V. Führe das mal aus. Jetzt, weil ich zum ersten Mal mit diesem Key auf den Server zugreife, muss ich noch sagen, dass ich diesem ganzen Setup vertraue. Ich tippe Yes ein. Achtung, Y reicht nicht. Ich muss Yes ausschreiben. Return. Und jetzt hat das funktioniert. Es wurde geklont. Mit ls sehe ich nun. Oh, jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Wichtig, den machen Sie vielleicht auch. Ich habe es Git-Demo ins Verzeichnis Git-Exercise hineingeklont. Das ist im Unterricht auch einigen passiert. Mir ist jetzt auch passiert. Darum lösche ich das Ding noch einmal. rm-r, also für rekursiv und f für force, weil Git einige Dateien als schreibgeschützt markiert. Git-Demo und ich lösche das. Jetzt gehe ich mit cd... ins Home-Verzeichnis zurück und jetzt kann ich den Befehl zurückholen. Git clone. So, und jetzt sehe ich hier, jetzt habe ich die beiden, ich habe noch andere Dateien drin, natürlich im Home-Verzeichnis, aber Git Demo und Git Exercise sind jetzt hier drin. Könnte es auch in einem Unterverzeichnis machen. Was muss ich noch machen? Also ich habe es jetzt einmal ohne einen spezifischen lokalen Ordnernamen geklont und jetzt soll ich es noch einmal klonen mit dem lokalen Ordnernamen myGit Demo. Gehe zurück ins Terminal. Hole den Befehl zurück, hier git clone und ergänze den um myGitDemo. Klone es noch einmal. Jetzt habe ich zweimal das gleiche Repository unter anderem Namen. Sehe da GitDemo, git exercises und myGitDemo. Das wäre auch schon Aufgabe 2 gewesen. Bin dann gleich zurück mit dem nächsten Teil. Bis dann.